Na los, geht kaputt. So, und der hat jetzt auch langsam Hitze, der auch. Hallo, Philippe. Gut, passt. Wir haben gleich unser erstes Kupfer verdoppelt. Ich habe schon wieder 1,5 Stacks Eisen. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Ja, das ist gut. Gut, Kupfer werde ich jetzt nicht reinwerfen, weil sonst haben Eisen, weil sonst haben wir wieder... Nein, bitte nicht. Tin? Nee, wie ist das? Tin Alloy. Ja. Was haben wir denn da alles drin? Ja, ich habe mal alle Ingots rübergepackt, die wir so haben. Ja, ach so. So, was kann man... Ach, hier sind noch ein ganzer Haufen Tin-Ingots sogar drin. Was kann man denn mit dem Tin-Orleuer so Schönes machen? Gefühlt nichts. Mit dem was? Tin-Alloy. Da kann man wirklich gefühlt nichts mitmachen. Na doch, mit den Platten. Und was? Weiß nicht, für Zahnräder Tin-Alloy-Gears und die braucht man. Ja, die braucht man aber für so gut wie nichts. Ja, ja, ist egal, Hammer. So, gut, hier müssen wir noch 5 Kupfer. Du musst nein, wir machen noch eh Bronze. Achso, ja, ja, gut. Ich habe hier noch 24 Kupferohr drin. Das können wir ja verdoppeln. Kupferohr? Ja. Warum hast du Kupferohr da drin? Vom 7. Ach so, das muss wahrscheinlich auch dann durch den Pulverizer. Ich kann es ja mal droppen. Ja, kann auch durch den Pulverizer. Damit kann man es dann auch verdoppeln. Aber Cobalt Dust und Tiny Pile Dust und so weiter kriegen wir auch noch nicht, weil wir noch nichts haben mit 2 Outputs. Ah. Wir haben ja bis jetzt nur einen einzigen Output. Also als nächstes würde ich dann den Forge Hammer machen, weil damit können wir dann jetzt mal richtig loslegen. Ja. Und der Forge Hammer kann dann, glaube ich, auch die Platten machen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Iron Ore Shank. Ja, der Forge Hammer könnte dann auch aus 3 Bronze Inge 2 Platten machen, anstatt wie jetzt 2 zu 1. Mhm. Oh, schon wieder, in der Zeit sind schon wieder 4 Stacks Granit. Oh. Könntest du mir nochmal ein Pisten machen und ein Anvil? Ein Anvil? Ja. Ach, der wird teuer. Ich brauche 12 hiervon. Das sind fast alle, die wir haben. Korrektur, es sind alle, die wir haben. Ich mache jetzt einfach ein paar mehr Pistons, das kann ja nicht schaden. Nö. Oder? Deswegen. Und Eisen haben wir jetzt eigentlich genug, aber ich habe auch noch ein bisschen was. Ja, so, noch ein bisschen mehr Kupfer. Bei Redstone habe ich vielleicht ein bisschen Angst, aber... Ey, das können wir fast endlos herstellen. Achso, gut. Wir haben irgendwo... Das muss eigentlich nur gewaschen werden, oder war ich zu faul zu? Irgendwo müsste... Genau, hier oben haben wir noch Crushed Redstone, das müsste... Wir können gar keine Anvil machen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Warum nicht? Blöcke, dafür brauchen wir einen Kompressor. Was? Oder einen Block of Redstone? Eisen? Nee. Ja, muss ich einschmelzen. Gießen, ja. Ja, können wir gleich gießen. Craftest du gerade? Ja. Ah, dann muss ich noch kurz warten. Obwohl, brauche ich gar nicht. Geht auch im normalen. So, dann habe ich das. Dann bräuchte ich noch Pisten. Ja, brauche ich noch ein paar Bronzeteile. Achso, Pisten habe ich jetzt 14 Stück. Ja, das reicht. So, dann gieße ich noch mal das Bronze aus. Ich muss gerade mal kurz meinen Laptop neu starten. Der Lüfter wurde ziemlich laut. Ui. Ja, wenn Tom dabei ist, dann passiert das schon mal. Oh, jetzt ist mein Akku leer. Pech. Gut, dass ich ein Ladekabel direkt neben mir liegen habe. Schade. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man eigentlich nur am PC arbeitet und halt nur eine einzige Workstation in Anführungsstrichen hat. Du hast eigentlich immer ein Ladekabel irgendwo. Ja, ich auch. Das war auch eins der ersten Sachen, die ich hier verlegt habe. Oder man hat halt... Mir sind nur leider... Das Problem ist nur, dass mein Tablet... von den normalen Micro-USB-Kabeln nicht geladen wird. Weil ich habe ja ein iPad und ja, das wird von den normalen Micro-USB-Kabeln nicht geladen. Da brauche ich halt dieses blöde Thunderbird-Kabel für. Ja,
das Lightning-Kabel. Genau. Und das Problem ist, dass mir das zu teuer ist, noch eins davon zu kaufen, dass ich das halt wirklich fest verlegen kann. Dementsprechend habe ich jetzt einmal quer durch ein Zimmer ein Verlängerungskabel liegen und da halt das Kabel dran, dass ich es halt immer wieder abmachen kann. Gut. Weil ich habe halt, also ich gehe mal davon aus, alle sind, die jetzt hier im Chat sind, sind eigentlich schon alt genug, um so ein bisschen drüber nachzudenken, wo Steckdosen sein sollten. Warum? Also im Prinzip, wenn man in die Tür bei mir reinkommt, macht man die Tür auf und rechts von einem ist die Tür und quasi hinter der Tür ist die Heizung. Und unter der Heizung, neben der Tür, ist eine Steckdose. Und ich habe nur da eine Steckdose und ich habe quasi gegenüber von mir eine Steckdose. Das heißt, ich habe in meinem gesamten Zimmer zwei Steckdosen, wovon ich eine im Prinzip nicht vernünftig benutzen kann. Weil die halt mitten im Raum ist. Zwei Steckdosen nur. Ja, man muss dazu sagen, dass also vom Schnitt der Wohnung her ist das, wo ich jetzt hier sitze, eigentlich ein Kinderzimmer. Ja. Aber die Alternative wäre ein Durchgangszimmer. Was halt kacke wäre, wenn Jenny immer wieder durchläuft oder sowas für die Konzentration, für die Uni. Oder Schlafzimmer oder Wohnzimmer halt. Und das ist alles gleich blöd. Warum funktioniert der Steam Macerator gerade nicht mehr? Was für ein Zeug? So. Keine. Kupfer? Der müsste doch so funktionieren. Deswegen, also ich verstehe nicht, wie man so bescheiden die Steckdosen legen kann. Und 16.000 Steam verbraucht. Ach so, das ist mir egal. Okay. Hä? Der läuft immer noch nicht. Was ist das denn? Small Crow beinahe? Ach so, ja, den habe ich einfach damit reingesteckt, dass wir ein bisschen mehr Steam haben, aber... Hä? Körperohr. Ja doch, jetzt musst du nur nochmal neu reinlegen. Ah, ja, wahrscheinlich war das irgendwie verbuggt oder sowas und... Ja, ist ja, jetzt genug da. Die Dampfsachen müssten hinter sich frei haben. Die Dampfsachen müssen hinter sich frei haben? Warum das denn? Ja, funktioniert doch. Ich wollte gerade sagen, die müssen einen Platz frei haben, hieß das im Buch. Ja. Ja, ja. Everything you know. Da, Steam Machines. Site on which there's a black dot. Achso, ein schwarzer Punkt. Wie bei den Lego. Ja. Ah, muss doch nach hinten hin, okay. Da, wo der schwarze Punkt ist. Nee, das muss hinter denen sein. Was zum? Ach du Scheiß, die ganzen Maschinen. Oh nein. Oh, Glück gehabt, der Steam-Boiler ist noch da. Warum klärt uns denn darüber keiner auf, dass die Scheißdinger explodieren können? Steht im Questbuch drin. Hab ich doch gesagt. Ja. Wir haben ein kleines Loch. aber der Steam-Lava-Boiler muss nirgends frei sein, oder? Oder muss der auch frei sein irgendwo? Wahrscheinlich der alle Maschinen, oder? Ich habe so lange mit denen schon nicht mehr gespielt. Das ist ja abnormal. Okay, eine Kiste scheint aber nicht zu zählen. Außer das ist der Grund, warum der Rockbreaker nur ab und zu funktioniert hat. Aber der funktioniert ja gerade dauerhaft. Hey, der funktioniert die ganze Zeit auch nicht. So, ja. Ja, ja, nee, der Steam-Lava-Boiler muss ich... Ja gut, aber ist auch... nee, nur die Maschinen, nicht der Boiler. Stimmt, ist aber auch nicht auch logisch. Weil irgendwo muss der warme Wasserdampf ja wieder weg. Mhm. Okay, das heißt, den können wir hierhin platzieren. So. Und... Boah, das sieht jetzt hässlich aus. Egal, Hauptsache es funktioniert. Ich bin jetzt kein Experte, aber wie kann es sein, dass ich nach der Explosion ein Kabel über habe? Hey. Ja, hast du gedupt? Hast du es ja, merke ich schon. Aber danke für den Tipp. Ich glaube, ich hätte da gar nicht drauf geachtet, dass man die nach hinten hin auflassen muss. Also ich hatte irgendwie gerade die ganze Zeit gelesen, dass sie nach vorne hin auch sein müssen, aber... Okay. So, brennen wir hier mal lieber mit Holz.
Mein komisches Bronze fertig? Nee. Braucht man eine neue Kiste für die Schmelzsachen oder für die Ohrschanks, wie die heißen? Ja, ich weiß. 10 Stacks Granit am Durchknallen gerade. Okay, hätten wir glaube ich früher mal machen sollen. Ja, man kriegt da immer so ein. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall so 3, 4, 5, 6 Eisen rauskriegen. So, jetzt gieße ich alles ab. Und Kupfer. Ich habe glaube ich einen Kupfer zu wenig. Kann ich dir geben. Ich habe 13 schon wieder. Ich habe es hier irgendwo hingeschmissen. Oder Schmelz. Ach, warum gibt die denn jetzt schon wieder kein Wasser mehr ab? Ja. Telera, weißt du zufälligerweise, wie die Pumpe funktioniert? Ach stimmt, ich will die ja wieder machen. Toll, die geht ja eh nicht. Weil irgendwie bin ich, glaube ich, zu blöd für diese Pumpe. So, halt schon mal wieder auf. Weil das... Die Pipe ist noch unten. Jetzt wird wieder Dampf produziert gleich. Also ich brauche halt wirklich dieses Kupfer, also das Crushed Copper brauche ich. Ja. Das war das Problem. Die zieht irgendwie wieder kein Wasser. Scheiße. Muss sie nach hinten hin... Ne, nach hinten hat die auch keinen Dot. Ne, bei der Pumpe weiß ich nicht. Denke aber, das muss auch frei sein. Aber die verbraucht halt auch keinen Strom und nichts, deswegen... Ich glaube, das Ding hat, es war halt Output, weil damit haben wir halt eben das Ding raus Output gekriegt. Ich frage mich nur, warum das irgendwas gerade explodiert ist. Ah, das ist gerade nervig. Woraus kriegt man denn Tin? Kriegt man da auch nebenbei raus. Ah ja. Hä? Also irgendein Material da gibt auch Tin. Aber wir haben aktuell noch genug Tin. So. Ja, muss sie doch mit Dampf betrieben werden? Weil da stand eben die ganze Zeit, muss nicht. Beziehungsweise eben ging es halt auch so, komischerweise. Ah, bei Gravel kriegt man was raus. Ich bin irgendwie verwirrt. By the way, Wasser muss unten in den Boiler rein. Das hat eben auch so funktioniert. Also eben hatten wir es halt genau so und so hat es funktioniert. Deswegen wundert mich das gerade. Hä, warum? So, jetzt kann der auf jeden Fall schon mal nicht mehr explodieren. Aber warum arbeitet jetzt die Pumpe nicht mehr? Ist da irgendwie ein Redstone-Signal ran? So. Sifting, Pipes, Multiblocks. Nein, ich will hier die Steam Pump. Doch, die benutzt doch Steam. Das heißt, die muss doch, so, oder müssen wir die doch so bauen, dass die Steam bekommt? Stimmt, Steampunk, ja. Dump. So. Okay. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Und wir brauchen mehr Pipes. Shit. Kostüm brauchst du. Tu mich auch. Wow. Also wir könnten auch andere Pipes außer Bronze machen, aber ich glaube Bronze sind die billigsten aktuell. Wir haben auch gerade einen Stack, über einen Stack sogar schon. Okay. Ich lasse gerade rausfliegen. So. Der hat bisschen was da. Da gibt er raus, gibt raus. Das ist ja schon wieder 5, 6 Gramm. Und hat da reingepackt. Aber warum macht der nichts?
So, der ist jetzt auch komplett frei. Also der hat auf jeden Fall Dampf drinne jetzt. Uah, Handy. Wir haben gerade gar keinen Dampf, der produziert wird, oder? Doch. Doch. Aber jetzt wird's ja. Also wurde das immer wieder rausgeholt. Ja, guck Vielleicht mal, muss jetzt die ist. Pumpe auch von unten gesetzt werden. Hatte da sowas schon mal. Also es hat ja eben geklappt. Was meinst denn du von unten? Dass ich unten drunter stehe oder unter den Boiler? Weil unter dem Boiler kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding funktioniert ja auch ohne. Das hat man ja auch schon mal probiert, das ging ja nicht. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es direkt über Wasser platziert werden muss. Ey, da kommen jetzt 20 verschiedene Tin-Ingots raus. Ja. Deswegen habe ich Das die ist auch ja. alle eingeschmolzen. Ah. Ja, das, was wir im Ofen schmelzen, ist ein anderes als das, was wir in das Smeltery reinballern. Ah. Oh, wir haben echt gut Bronze. Könnte ich eigentlich mal noch mal eine Reihe Pipes mehr machen? Eisen soll ich auch noch durchknallen. Ja, wobei ich glaube, das wäre sinnvoller, denn erstmal den Hammer zu bauen und dann die Pipes. Weil mit dem Hammer wiederum können wir halt ein bisschen effizienter dann arbeiten. Ja, Ah, die aber Steam das ist Pump ja auch. funktioniert immer noch nicht. Warte mal. Hä? Die hat Man eben kriegt doch aus funktioniert. Granit. Man kriegt aus Granit Iron Ore Chunk, Vanadium Magnetite und Magnetite Ore Chunk. Das ist alles Eisen. Ja, und vieles davon können wir auch noch vermehren. Na. Na gut, das hier zum Beispiel. So, und du meinst hier drunter vielleicht? Nö. Aber man kann sich einschmelzen. Also der gibt auch nicht nach unten hinaus, davon abgesehen. Wie funktioniert diese blöde Pumpe? Also es kann doch nicht sein, wir haben doch letztes Mal schon gefühlt 60 Stunden damit zugebracht. Ah. So, dann jetzt erstmal so, dass die Sachen wieder weiterlaufen. Nee, so dass du hinter der Pumpe stehen. Hä, wie soll ich hinter der Pumpe stehen? Du hast übrigens wieder 4,5 Stacks Granit. Oh. Und 16 Blöcke Eisen in der Schmelze. Ja, aber bitte nicht zu viele gleichzeitig aus. Ich brauche 3 für den Anvil. Oder hast du den schon? Stimmt. Nö, mach ich jetzt. Okay, danke. Ja, wir müssen wirklich dann mal gucken, dass wir den ganzen Kram. Nee, so. Ach, unter der Pumpe. Ich habe hintergelesen gerade. So? Unten ins Wasser und über dir die Pumpe setzen. Unten ins Wasser und über die Pumpe. Ja, also so wie ich es gerade eben gemacht habe. So, mal kurz abklemmen. Ne, der nimmt auf jeden Fall gerade was an, aber mal ein bisschen Lava nachpumpen. Hä, das kann doch nicht sein, dass das Ding so kompliziert ist. Ich würde halt auch am liebsten das Wasser von unten importieren, dass wir von hinten einfach den Strom abnehmen können. Das wird die ganze Sache halt um einiges vereinfachen. Oder die muss direkt über Wasser sein. Das hatte ich eben ja auch schon einmal ausprobiert. Was ich nochmal ausprobieren könnte, wäre zwei tiefes Wasser. Ob das daran liegt. Glaube ich auch nicht. So, jetzt ist das direkt im Wasser. Vielleicht braucht ihr auch ein 3x3-Feld, weil hier ist ja eins weniger. Das ist 3x3. Ich weiß gar nicht, warum haben wir da überhaupt einen Stein? Das nicht. Ne. Also der nimmt auf jeden Fall immer noch das Zeug an. Wie hatten wir das denn davor? Ah, jetzt hat's geklappt. Ja, jetzt ist wieder so ein komischer Strahl darunter oder so. Okay. Vielleicht braucht ihr auch einfach nur verdammt viel
viel Dampf. Alle 6 Sekunden war das, glaube ich. 8600, ja. Ja, stimmt, das kann sein, dass ich nicht lange genug gewartet habe. Ja, jetzt funktioniert es auf jeden Fall wieder. Und wir können von hinten den Dampf wegnehmen. Ach, ist das toll. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach die ganze Zeit nicht lange genug gewartet. Weil 6 Sekunden ist ja doch ein bisschen länger. Ein Ende. Kannst du hinten reinschmeißen? Wo? In die Crafting-Gedöns. So. So, und jetzt einfach mal hoffen, dass das Ding weiterläuft. Das verbraucht anscheinend ganz schön viel Lava. Ganz schön viel Hitze. Ja, funktioniert noch. Okay. Was, das ist beides über einer Leitung? Nee, ich habe von unten hier quasi Wasser. Ja. Weil dann können wir nämlich einfach von oben Lava machen. Und von unten Wasser und können so viele Boiler, wie wir wollen, in eine Reihe weiterziehen. Und halt die Teile mitmachen. Kann man jetzt nämlich so abzapfen und so. Nur, dass es halt viel zu wenige sind, davon abgesehen.